Ein Hallöchen und recht herzliches Willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Icarus. Yo, meine Lieben. In der letzten Folge haben wir hier so ein bisschen, ich sag mal, auf die Glocken bekommen. Und deswegen müssen wir jetzt erstmal kurz den Sturm abwarten. Ui. Der gerade mein Haus zerwüstet. Ich habe jetzt festgestellt, tatsächlich, man sollte sich nicht zu sicher sein und oder generell zu überhastet vorgehen, habe ich festgestellt. Und deswegen, ich würde sagen, da es jetzt draußen nicht mehr allzu viel regnet, gehen wir jetzt mal langsam Richtung meiner Leiche. Ich hoffe, ich laufe hier richtig. Ja, ich laufe hier richtig. Und werden mal unseren Leichnam wiederholen. Es hört ja außerdem auch gleich auf zu regnen. Deswegen können wir den jetzt erstmal ganz entspannt holen. Ich werde mal dabei jetzt keine neuen Sachen craften oder sonst irgendwas, sondern ich hole jetzt erstmal wirklich nur meine Leiche. Und dann werden wir mal gucken, dass wir den nächsten Scanner-Point erreichen. So, wo sind wir hier? Da sind wir. Jetzt brauchen wir nur noch geradeaus laufen. Also wie gesagt, ne, geht hier nicht zu vorschnell vor. Das kann euch das Genick brechen. Wie ich es festgestellt habe. So, jetzt gleich hört es auf zu regnen. Uiuiuiui. Was haben wir da? Bitte keinen Wurf an den Hase. Hase ist okay. So, wo sind wir denn? Irgendwo hier müsste gleich meine Leiche sein. Da ist es markiert. So, dann nehmen wir unsere ganzen Sachen mal wieder alle auf hier. Und damit hätten wir dann wieder alles. So, das Ding nehmen wir auch mal wieder mit. Die ist soweit fertig. Upp. Oh. So, guck mal hier. Haben wir noch 7 Fleisch. Die müssen wir noch mal eben... Können wir noch mal ganz kurz craften. Ein Lagerfeuer. Dann brauchen wir noch ein paar Steine für. Hier mal kurz hier ein paar Steine weg. 24 Steine brauchen wir dafür. So, das reicht. Dann brauchen wir mal kurz ein bisschen Holz. Wow, 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 wow. Also meine Empfehlung ist an sich eigentlich auch immer, was ich festgestellt habe, habt immer ein Lagerfeuer dabei. Weil dann könnt ihr nämlich mal eben fix das ganze Zeug hier mal eben alles euch kurz mal eben fertig machen. Das machen wir jetzt auch mal eben fix. Wir packen das Holz hier rein. Und wir packen das Fleisch hier rein. Und wir packen auch das Verdorbene hier rein. Das bringt dann zwar einfach nur Holzkohle, aber ist
spielt ja erstmal keine Rolle. So. Wo ist denn der nächste Punkt? Der nächste Punkt ist einmal hier oben quasi. Da würde ich sagen, gehen wir dann auch gleich direkt hin. Und dass wir dann den zweiten Standort kriegen. So, jetzt müssen wir aber erstmal hier das ganze Fleisch hier wegbraten. Würde ich sagen, ich mache das mal eben und wir sehen uns gleich wieder, ne? So, meine Lieben, das letzte Fleisch ist gleich durch. Ein paar Sekündchen noch und dann machen wir uns auf den Weg. Und check. Komm. So, das nehmen wir mal alles raus hier. Das nehmen wir auch mal alles raus. Und das Ding nehmen wir jetzt einfach mal mit. So, jetzt werden wir noch mal eben kurz die Ausrüstung reparieren. Zwei. So, wir haben jetzt 15.21 Uhr, also das läuft auf jeden Fall noch. Nehmen dabei hier noch mal so ein paar Pflänzchen und so weiter mit. So, und das erste, was wir jetzt machen sollten, erstmal in die richtige Richtung laufen, wäre nicht schlecht. Und dann gehen wir da unten, ist gleich ein See. Da gehen wir ganz kurz einmal eben vorbei. Wir werden einmal eben was trinken. So, dann füllen wir nämlich mal eben unseren Wasserhaushalt wieder auf hier. Zack. So, den Rest haben wir nämlich. So, jetzt ist dann der nächste Part da oben, der nächste See. Da werden wir dann auch gleich nochmal eben was trinken. Weil da muss man immer echt so ein bisschen drauf achten, dass der Haushalt immer so ein bisschen passt. Weil wir ja quasi noch keine Trinkflasche oder sonst irgendwas haben. Wo man das hier alles so ein bisschen mitnehmen kann, ne? Weil da scheint eine Höhle zu sein. Sollen wir mal versuchen, da durchzugehen? Ist so die Frage, wo kommen wir da raus, ne? Aber ich habe Angst, in Höhlen reinzugehen. Ich mag das nicht. Eisenerz, oh cool, guck mal. Ne, ich gehe nicht in Höhlen. Ich gehe nicht in Höhlen. Nein, nein. Da würde ich erstmal getrosten Bogen drum machen. Das machen wir erstmal nicht. Wir gehen erstmal hier ganz normal, ganz entspannt den Standardweg. Bevor ich dann in irgendeine Höhle reingehe. Also ich habe jetzt privat, habe ich die Mission jetzt auch mal gespielt. Erzählt, weil ich spiele es privat jetzt auch einmal mit einem Kumpel zusammen. Und, ne, wir gehen außen rum. Also wir haben da halt festgestellt, ne, man muss einfach die Ruhe antun. Auch wenn viele Sachen dann natürlich immer wieder gleich sind. Keine Frage. Und man gefühlt immer wieder von vorne anfängt. Aber wenn man sich die Ruhe antut, kommt man auch tatsächlich im Level viel, viel höher. Weil ich bin jetzt zum Beispiel schon Level, Level 10 und habe jetzt gerade die die dritte Mission quasi durch. Aber das geht schon erstaunlich gut eigentlich. Mal, hier scheint auch noch eine Höhle zu sein.
Also man muss immer gucken, an diesen Grenzen hier, an diesen kleinen, da könnte auch Eisen und so weiter versteckt sein. Weil das wird später auf jeden Fall auch, denke ich mal, recht interessant. An sich selber jagen brauche ich jetzt ja nicht. Ich denke, da wird gleich noch genug zum Jagen kommen. So, Punkt haben wir auf jeden Fall gleich erreicht. Jetzt erstmal viel Lauferei, ne? Aber ich möchte es ganz gerne eigentlich noch im Hellen erledigt haben. Ey. Das Problem ist, ich habe jetzt keinen Schlafsack, nichts dabei, ne? So, wir sind jetzt... Ah, toll. Entweder gehen wir jetzt hier runter oder wir gehen den Weg außenrum. Aber ich glaube, ich gehe hier runter. Ja, das geht eigentlich ganz gut, denke ich. Sieht zumindest schon mal ganz gut aus. So, dann können wir uns den Weg... Ja, zum Wasser können wir uns eigentlich erstmal sparen. Das brauchen wir erstmal nicht. Das Einzige, was wir jetzt brauchen, ist, dass wir erstmal den Sauerstoff halt wieder auffüllen müssen. So, ich lasse mal eben kurz die Fackel ausbrennen. Dass ich mir gleich eine neue machen kann. So, ich bin auf jeden Fall auf einem guten Weg. Blödes Vieh, ey. Ich hasse diese Viecher, ey. So, wie weit müssen wir noch? Ja, sind fast da. Müsste, glaube ich, da oben auf dem Punkt, glaube ich, sein. Ich meine, ich habe da gerade schon irgendwas schimmern gesehen. Ja. Da war nämlich irgendwas Rotes. Ja, da oben müssen wir das Ding auf jeden Fall platzieren. So, da würde ich mal hoffen, dass das diesmal ein bisschen besser funktioniert als beim letzten Mal. Aber schauen wir mal. So, hau mal rein. Und da würde ich sagen, Attacke. So, jetzt lasse ich aber mal das Licht aus. Und ich gehe mal irgendwie hier so ein bisschen in... Ja, ja, ist ja gut, Entschuldigung. Geh mal hier so ein bisschen in Deckung, dass sie mich vielleicht nicht direkt sehen. Wie gesagt, das Ganze wird jetzt ein bisschen dauern. Da kommt schon das erste Vieh. So, der ist schon mal weg. Das war schon mal der erste. Aber da kommt bestimmt gleich noch mehr.
Kann man nicht vorstellen, dass das alles war. Ah, kommt das nächste Vieh. Okay, zweites Down. Aber warte mal, ich muss meine Munitionstyp ändern auf Knochenfall. Erledigt. Erledigt. Du kannst da unten ruhig weiter rumlaufen, das ist mir egal. 89%. Na komm. Ah, perfekt, das sieht doch ganz gut aus. So, jetzt machen wir mal das Lichtlein an und jetzt würde ich sagen, sammeln wir den ganzen Scheiß immer wieder ein hier. Und jetzt heißt es erstmal ein bisschen häuten. So, dann machen wir mal eben das Messerchen wieder heile. So, haben wir sonst da irgendwo hier einen Wolf oder so? Nee, ne? Ah, doch, hier ist noch einer. Zwei Stück sogar noch. Schon wieder kaputt. Gibt's da gar nicht. Aber gucken wir, jetzt haben wir gleich schon mal Level up. Und dann gehen wir jetzt mal hier zurück. Boom. Komm, dann holen wir den auch noch. Gibt nämlich alles Erfahrungspunkte. Hey, dann, jetzt haben wir schon Level 7 erreicht. So schnell geht das. Ah, der wird mich jetzt, denke ich, mal nicht angreifen. So, wir gehen jetzt erstmal grob die Richtung. Ja, die Richtung ist gut. Dass wir erstmal Richtung Wasser laufen. Dann können wir aber mal eben kurz einmal was essen. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja, das sieht gut aus. Einfach erstmal schön entspannt in die Richtung hier sprinten. Und dann gehen wir jetzt erstmal zum Lager zurück. Herstellung, dann brauchen wir kurz eine neue Fackel. Danke sehr. Und machen das Licht wieder an. Ja, wie gesagt, wir müssen am See auf jeden Fall gleich kurz halten machen, weil wir eben was trinken müssen. Sonst wittert nämlich nichts hier. Mistviecher, ich hasse diese Teile. Ah, toll.
So. Auf jeden Fall haben wir erstmal genug Zeug, um die nächsten Tage zu überleben. Aber ich hasse Dunkelheit. Das ist schon erwähnt. Ja, aber laufe hier schon mal relativ richtig. Ja, jetzt so grob die Richtung müssen wir wieder. Ja, das Doofe ist natürlich jetzt, weil es halt dunkel ist, ne? Das ist so ein bisschen das Problem an der ganzen Geschichte. Das macht die Sache natürlich nicht einfacher. Ihr seht natürlich jetzt relativ wenig, genauso wie ich auch. Ich könnte natürlich jetzt den Kontrast wesentlich höher stellen, aber... Oder wir machen das anders. Ich laufe jetzt mal kurz zurück zum Camp und dann sehen wir uns am Camp gleich wieder. So, ihr Lieben, wir haben die Nacht überlebt. Ich habe allerdings jetzt nicht geschlafen irgendwo, sondern ich bin von einem Sturm überrascht worden, dass ich mir irgendwo noch mal kurz einen kleinen Unterschlupf bauen musste. Also ich habe mir einfach eben so ein Loch in so ein Fels reingegraben. Und bin dann derweil schon mal ein bisschen weitergegangen, nämlich hier Richtung dem letzten Scanpunkt. Da werden wir nämlich jetzt einmal hinlaufen. Und werden diesen Punkt dann auch noch einmal scannen. So, das reicht mir. So, wir sind auf jeden Fall auch fast da. Viel fehlt da nicht mehr. Ich möchte eigentlich diese Mission jetzt nur noch zum Abschluss bringen. Ich glaube, wir müssen irgendwo da oben hoch, glaube ich. Ah, ein bisschen weiter hinten müssen wir noch. Ja, das Problem ist, dass natürlich die Ausdauer immer so schnell weg ist, ne? Wenn man hier so die ganze Zeit am Rennen ist. Das ist ein bisschen doof. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Ja, wir sind fast da. Perfekt. Dann müssen wir dann mal gucken. Was uns in diesem letzten Punkt erwarten wird. So, wir müssen jetzt gleich da hinten rechts hoch. Und dann heißt es das letzte Mal bisschen kämpfen. So richtig hier, ne? Ja, wir sind richtig hier. So, derweil können wir noch mal kurz ein paar Knochenpfeile machen. Ja, das läuft. So, nehmen wir mal G. Und dann müssen wir das Ding da hinstellen. Zack. Zack. That's it. Systems online. So. Jetzt müssen wir mal abwarten, was uns hier erwarten wird. Ich ahne Böses. Ich ahne echt Böses, ohne Witz. Und ich sehe gerade, dass... Warte mal kurz, da. Ne, da. Mein Greenscreen gerade gar nicht passt. Gut. So, war ein bisschen schief. Aber jetzt haben wir ja wieder da. So, 27% sind abgeschlossen. Ein Wildschwein. Okay. Das war das erste. Da kommt bestimmt noch ein zweites. 46%. Ups, das Ding hing hier an meinem Teil fest, ey. Da kommt das nächste. Okay. 66%. Na, kommt da noch was?
Jo. Wurde aber gerade von einem Jaguar angegriffen. Hallo, was ist los da? 98. Ah, perfekt. Meine Güte. So, nehmen wir das Gerät mal mit. Haben wir. So, jetzt häute ich den mal ganz kurz. Mal gucken, was der so bringt. Auf jeden Fall Fell. Was bringt hier so ein Wildschwein? Oh, ist das denn? Oh, Speck. Hm, cool. So, jetzt heißt es Attacke zur Landungskapsel. Ah, Wolf. Dann wollen wir mal los. Auf zur Landungskapsel. Und mal ganz kurz, was haben wir jetzt hier? Wunder, du blutest und jedes deine Gesundheit verwenden, einen einfachen Verband, um Blutung zu stillen. Okay. Geht das immer noch vorbei? Einen einfachen Verband. Haben wir. Können wir den herstellen? Bestimmt, wenn wir das hier zerstören. Können wir bestimmt einen herstellen, ne? Zack, konsumieren. Jetzt bluten wir schon mal nicht mehr. Das ist schon mal sehr nice. Und meine Rüstung ist ein bisschen mitgenommen, sehe ich gerade. Aber das spielt jetzt eigentlich auch keine Rolle mehr. Wir werden nämlich jetzt erstmal nur stracks Richtung Kapsel laufen. Und werden diesen Planeten verlassen. Auf Stufe Nummer 7. Aber wenn das Vieh auf mich so zuläuft. Kann ich ja nichts hören. Jetzt müssen wir auf jeden Fall hier erstmal da hinten wieder hoch. Weil es jetzt viel Lauferei. Deswegen mal jetzt folgendes. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich an der Rettungskapsel wieder. So, ihr Lieben. Da sind wir auch fast am Ziel. Und wie gesagt, viel ist nicht mehr allzu weit. Die Kapsel ist nämlich da oben. Da müssen wir nur noch einmal den Hügel hoch. Und dann haben wir das ganze Ziel auch schon mal erreicht. Lang. Ja, und dann haben wir auch unsere erste Mission abgeschlossen, ne? So, da ist unsere Rettungskapsel und da würde ich sagen, auf geht es zurück zur Raumstation. Und einmal Abfahrt. So, wir nehmen alles mit. Achso. Und ab zurück zur Station. Ja. So, wir haben ordentlich was bekommen. 100 von diesen Credits. Sehr schön. Sehr gut. So. Wähle diesen Charakter. Wir gehen jetzt schon mal kurz in die nächste Mission schon mal rein. So, Missionen. Da haben wir jetzt eine von 60 abgeschlossen. Das ist nämlich diese hier. So, also die drei sind schon mal fertig. So. Jetzt haben wir hier Testballon-Ausbildung. Würde ich mal sagen, das gibt nicht viel. Dauert auch nur 2 Stunden. Deswegen würde ich das tatsächlich, glaube ich, als nächstes machen.
Und ja, gehen wir mal hier rein. Abschließend zum Freischalten neuer Ziele haben. Das würde ich sagen, machen wir dann als nächstes. Wie gesagt, wird nur 2 Stunden dauern. Ich denke, dass wir das wohl in einer Folge hinkriegen. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ich habe richtig Bock und wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss.